Ich verstehe mich ein bisschen als Lotsin in rechtlichen Angelegenheiten. Ich berate den Kapitän des Verlages oder die Kapitänin des Verlages. Ich berate die Mitarbeiter, also die Mannschaft. Die gesamte Branche hat sehr viel mehr mit rechtlichen Themen zu tun, als man es früher hatte. Was nicht anders ist, ist, dass die Basis dessen, was ein Buchverlag macht, natürlich die Rechte sind und die Rechte der Autoren, die sie dem Buchverlag quasi treuhänderisch anvertrauen für die Veröffentlichung. Das heißt, der Buchverlag kauft Rechte von den Autoren und er verkauft Rechte wieder beispielsweise ins Ausland und er verkauft die Bücher, er verkauft E-Books. Und mit der gesamten Debatte um das Urheberrecht ist in den letzten 10, 15 Jahren der gesamte Bereich sehr viel mehr in den Fokus von rechtlichen Diskussionen gerückt. Und ich glaube, dass Kenntnis und ein hoher Informationsstand über diese rechtlichen Themen, ich glaube, dass das insgesamt dem Buch nutzt.